Conny und der Osterhase. Conny ist mit ihrer Familie im Garten. Hey, guck mal da, ruft der Papa plötzlich. Ich glaube, da hüpft ein Osterhase. Conny glaubt nicht mehr so richtig an den Osterhasen. Aber sie möchte das Tier trotzdem sehen. Der Hase hüpft ganz schnell weg. Ich glaube, der Osterhase sucht Verstecke für seine Eier. Es geht nämlich nicht mehr lange und dann ist Ostern. Papa schneidet Zweige vom Baum. Conny trägt die Zweige ins Haus. Dann stellt sie die Zweige in eine Blumenvase. Das wird ein schönes Osterbäumchen. Jetzt möchte ich es aber dekorieren. Ich möchte es mit bunten Ostereiern dekorieren. Conny möchte ein paar Eier ausblasen und dann diese anmalen. Ihr kleiner Bruder möchte auch ein bisschen malen. Danach zeigt Mama Conny, wie sie ein Zündholz zerbrechen kann, eine Schnur daran knoten kann und dann so die Eier aufhängen kann. Conny hängt die Ostereier an den Baum. So ein schönes Osterbäumchen. Das haben wir super schön dekoriert. Jetzt möchte Conny auch noch einen kleinen Ostergarten wachsen lassen. Sie nimmt Watte, weiße, weiche Watte, streut viele Kressesamen drauf und dann gibt sie dem ganzen Wasser, so dass die weiche, weiße Watte nass wird. Das Ganze stellt sie ans Fenster, damit die Kressesamen Sonnenlicht kriegen. Jeden Tag gibt Conny Wasser und schaut für ihre Pflanzen. Oh, schau! Schau, Jakob, die ersten kleinen Pflänzchen wachsen schon. Tatsächlich, auch Jakob kann das erste Grün sehen. Schon bald sind die Pflanzen schon ziemlich groß. Jetzt ist es ein richtiger kleiner Ostergarten. Mit viel Kresse zum Essen. Conny freut sich. Sie hat eine Idee. Mit einem Ei und viel Papier bastelt sie ein Eierhäuschen für ihren Fenstergarten. Und am Abend zum Abendbrot kann die ganze Familie Kressebrötchen essen. Am Wochenende machen die Kinder zusammen mit allen Personen vom Dorf ein großes Osterfeuer. Alle bringen ihre Zweige
Ein Feuerwehrmann macht daraus einen großen Holz- und Zweigehaufen. Am Abend, als es schon dunkel ist, kommen alle Personen vom Dorf zusammen. Der Feuerwehrmann zündet den Holzhaufen an. Die ersten Flammen züngeln sich hoch. Und schon bald ist es ein großes Osterfeuer. Der Feuerwehrmann und die anderen Personen schauen zu, wie das Feuer brennt. Plötzlich entdeckt Goni einen kleinen Hasen. Hey, ein kleiner Hase ist hier. Er wird verbrennen. Die Flammen werden ihn verbrennen. Oh ja, wir müssen ihm helfen. Aber das Feuer ist sehr heiß. Kommt, wir gehen zum Feuerwehrmann. Schnell rennen sie zum Feuerwehrmann. Hilfe, Hilfe, Herr Feuerwehrmann, ein kleiner Hase ist im Holzhaufen. Können Sie ihm bitte helfen? Der Feuerwehrmann hat einen Helm, Handschuhe und gute Stiefel. Und er kann den Hasen retten. Die Kinder freuen sich. Juhu! Und ein Junge sagt, das ist vielleicht der Osterhase. Der kleine Hase hoppelt ganz schnell weg. Schon bald ist das große Feuer aus. Der Feuerwehrmann sitzt im Bagger. Er schiebt die Reste vom Feuer zusammen. Es ist schon spät und alle gehen nach Hause. Zu Hause geht Goni ins Bett. Sie schläft und träumt, dass sie der Osterhase ist. Ein Gonihase. Am nächsten Morgen ist Ostern. Noch vor dem Essen gehen Goni und Jakob die Ostereier suchen. Hier, hier ist ein Osternest, ruft Goni. Sie hat im Garten ein Osternest gefunden. Mit einem Schoko-Osterhasen und vielen bunten Eiern drin. Auch ihr Bruder hat ein kleines Osternest gefunden. Und im Garten sind noch viel mehr Ostereier versteckt. Unter dem Strauch, im Eimer und auch unter den Tulpen. Ein Osternest ist sogar im Vogelhäuschen versteckt. Goni und Jakob sind super glücklich. Vielleicht gibt es den Osterhasen ja doch.